Herzlich willkommen, bin ich Chris1112. Heute will ich einen mit Spannung erwarteten kurzen Vergleichstest mit zwei High-End-Grafikkarten machen, die neue Nvidia GTX 1080 versus die GTX 89 Ti. Schauen wir, welch ein großer Leistungsunterschied zwischen diesen zwei GPUs herrscht. Also erst einmal würde ich euch gerne wissen lassen, dass ich hier keine Preise vergleichen werde, da es nun wirklich nur eine Frage der Zeit ist, bis diese der älteren Grafikkarten fallen. Somit kommen wir auch gleich zu den Benchmarks. Die Nvidia GTX 1080 ist klarerweise ein hervorragender Performer und ich denke, man kann sagen, sie ist momentan die neue Königin unter all den verfügbaren Grafikkarten zur Zeit des Videos. Wobei die GTX 89 Ti ein wahnsinnig leistungsstarkes Biest ist, wird sie dennoch von der 1080 im Grunde genommen zerschmettert. Wir bekommen richtig gute Bildraten sogar in den neuesten modernen Spieletiteln auf der 1440p Bildschirmauflösung. Ja, ich habe durchaus ein paar Änderungen vorgenommen, was meine Benchmarks anbelangt und habe offensichtlich auch den Sprung von 1080p auf 1440p für meine kurzen Vergleichsvideos gewagt. Zurzeit gibt es keinen realistischen Gegnermarkt für die GTX 1080, was sich bald aber hoffentlich ändert, sobald AMD der neue Modelle vorstellt und auch diese werde ich vorstellen. Wie ihr vielleicht wisst, kommt diese neue GTX 1080 mit 8 GB des neuen GDDR5X VRAM, welche anscheinend die Leistung, die Bandbreite um ein ganzes Stück anheben soll. Obwohl dies kein HBM-Speicher ist, ist diese offensichtlich perfekt genug für das Jahr 2016. Die 89 Ti ist ausgestattet mit 6 GB GDDR5 Video. Speicher. Ich habe die Founders Edition der GTX 1080 getestet, was quasi so eine Art Referenzdesign ist und die Temperaturen sorgen daher auch nicht unbedingt für Überraschungen. Stabile, ordentliche Temperaturen für diese Art von Kühler. Der Stromverbrauch dieser neuen Pascal GPU ist allerdings atemberaubend. In meinem Test wurde nur ein kleines bisschen weniger als die GTX 89 nicht TI verbraucht, was richtig beeindruckend ist und diese GTX 1080 zurzeit zu einer der effizientesten GPUs am Markt macht mit ihrer 16 Nanometer Architektur. Also um alles zusammenzufassen, Nvidia punktet hier voll und ganz. Er legt leistungstechnisch die mächtige GTX 89 Ti, während sie dabei auch noch nur so viel Strom verbraucht wie die GTX 89er. Das nenne ich einmal eine gewaltige Verbesserung. Was sind eure Meinungen zu dieser neuen GTX 1080? Lasst mich eure unten in den Kommentaren wissen. Danke fürs Zuschauen, vergesst nicht zu abonnieren und besucht meine Website, um dort Videos manchmal früher zu sehen.